Und hiermit, verehrte Damen und Herren, guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Willkommen bei einem neuen Let's Play, einem neuen Projekt von mir, Pistol66. Ich habe mir gedacht, da Terraria so lange pausiert ist, mache ich in der Zeit, wo es pausiert ist, etwas anderes. Und nämlich spielen wir die Nuzlocke Challenge. Wir drücken einfach mal Start. Die Pokémon Feuerrot ist die ganz normale Feuerrot, kein Raum, kein nichts. Ich habe auch kurz gedacht, Omega Feuerrot zu zocken, aber naja, wir wollen schon das originale Feuerrot zocken. So. Das ist die Nuzlocke. Kurze Erklärung. Den Typen müssen wir nicht vorlesen, seien wir mal ehrlich, es ist nur echt. Feuerrot, also die Nuzlocke ist, wenn ein Pokémon besiegt wird im Kampf, darf ich es nicht mehr einsetzen. Also, da muss ich es freilassen. Auch mit zwei Charters alles, das ist egal. Ich darf nur das erste Pokémon, das ich auf der Route sehe, fangen. Was war denn noch zu beachten? Ja, ich trainiere mein Pokémon nicht stärker als das vom Arenaleiter, das stärkste. Das ist klar, damit, weil sonst könnte ich mich überleveln, das wäre langweilig. Ich bin halt Yoga. Und, was für eine Sache zu sagen? Ja, das kennt man eigentlich. Ich weiß nicht, habe ich irgendwas vergessen? Na, wenn ja, fällt es mir bestimmt wieder ein, wenn die weg gerade zocken. Also tauchen wir ins Spiel. ersten Part mache ich etwas länger, so ein Stündchen oder so. Genau, mein Name ist Klo. Angelehnt an The Orbs, was auch gerade läuft. Das ist mein Enkel, von der wollte ja der übertrumpfen. Wir waren doch gleich der Name. Hugo würde ich ihn eigentlich gerne. Aber ich nenne ihn mal nach dem Manga. Nämlich heißt er da Green. Also eigentlich im Amerikanischen heißt er Blue, aber im japanischen Original heißt er Green. Deshalb nennen wir ihn auch Green. Und Green hört sich einfach besser an als Grün. Deshalb machen wir das. Oh yeah. Ja, also da bist Green. Da steht Flak auf der Zunge, geil. Klo, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder. Ach genau, ich muss allen Pokémon Spitznamen geben. Ja. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Tuff. Oh Leute, das ist schon ewig hier. Und hier fangen wir an. Klo spielt Ness. Okay, die Reise kann beginnen. Bestimmt mega mal wieder gesucht hat. Gucken wir mal, in unserem PC ist auf jeden Fall ein Trank, da bin ich mir sicher. Was willst du tun? Der Ansager ist einfach immer Sarazza. Ist das ein Deal? Okay, ist ein Deal. hier war das noch so, dass unser Beutel voll gehen kann. Entschuldigung, das war mein Handy, falls ihr es gehört habt. Und das bedeutet, dass wir halt ein Lagerungssystem für Items haben. Moment. So. Erstmal leise gestellt. Hoffe ich, ja. wir haben ein Lagerungssystem in unserem PC für Items und für Pokémon, weil wir nur 6 Pokémon halten können. Wer Pokémon nicht kennt, können wir reden mit unserem Mutter. Richtig. Richtig! Irgendwann gehen alle Kinder vor Ort, um ein Abenteuer zu erleben. Was soll ich von dem? Man hat nach dir gefragt. Okay. Was soll ich denn? Das ist ein sehr, sehr, sehr krasser Boy. Wir haben gar keinen Bock auf den alten Stop, gehen wir aber weg. Tschüss. Scheiß Stadt. Wow! Ach ja. Servus, ich bin das Hilfemenü. Ruf mich auf, wenn du. Ja, okay. In Feuerrot gab's ein Hilfemenü. Das brauchen wir nicht. Das ist für Noobs. Wir brauchen es später. Warte, geh nicht. Warte, geh nicht raus. Ja, also, genau so spreche ich. Draußen ist das gefährlich, wie der Pokémon im Burggras. Du brauchst ja eine Pokémon, dich schützen. Komm, folge mir. Okay. Österreich ist der beste Pokémon-Professor von allen. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Auf jeden Fall noch in diesem Part. Das ist. Auf jeden Fall ein richtig, richtig professioneller Mann. Beruf richtig ernst nimmt. Opa, ich will nicht lange warten. Nein, er braucht irgendeine andere Stimme. Ja. Lass mich nachdenken. Richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Warte einen Moment. Hier, Glo. Dort liegen 3 Pokémon. Sie befinden sich hier in der Pokémon. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Je sicher ich bin, habe ich nur 3 Pokémon übrig. Ein engagierter Pokémon-Trainer. Ich habe Level 5 Pokémon. Okay. Ja, ich gebe dir einen Sapfehler. Alt! Opa! Und was mit mir? Aber Fähigkeit und Green. Auch du sollst es bekommen. Ja, das muss ich so richtig scheiße Deutsch sagen. Green. Also Leute, ich hab schon überlegt. Wir nehmen Bisasam. Weil Bisasam ist das beste Pokémon überhaupt. Ja! Ist Pokémon das wirklich Energie geladen? Ja, genau, sehe ich auch so.
Und wieso nehme ich Bisasam? Ich mag Bisasam, Ende. Bisasam ist mein Lieblingskanto-Starter. Deshalb nehme ich Bisasam. Das hat sich immer geändert. Früher war es, ganz früher war es Shigi, dann Lomanda und jetzt Bisasam. Bisasam ist tot. Ja, ich nehme den Spitz, den er geben muss. Und da gibt es eine richtig krasse Geschichte. Ich bin jetzt ein Pervers-Ding, weil ich nenne es Hentai. Aber damals habe ich mit meinem Kollegen Super Smash Bros. Brawl gespielt. Und dann gibt es halt den Pokémon-Trainer. Und der hat halt einen Bisasam-Knosp. Und wir haben uns halt lustig drüber gemacht über seine Tentakel und diese Samenattacke nach oben. Und seitdem heißt dieses Bisasam-Knosp-Hentai. Und dieses Bisasam ist jetzt auch Hentai. Als Anlehnung. Ich nehme das hier. Green erhält Glowanda. Dieser Tourist Pokémon. Keine Liebe für Shiggy. Okay, gehen wir. Danke, Neopacha. Warte, Klo. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm schon, ich würde dich heraus. Okay. Alter, so ein richtig nerviges Stück Scheiße. Wow. Ach ja, richtig. Hilfe, Mini. Eine Herausforderung von Rival Green. Glowanda wird von Rival Green in den Kampf geschickt. Das muss ich, glaube ich, nicht vorlesen. Los, Hentai. Hentai. Oh, Himmel. Oh, Himmel, aufdringlich wie immer. Klar, dies ist leider erst der Pokémon-Kampf, ich war. Ein Pokémon-Kampf für den Start, wenn die Trainer mit ihren Pokémon-Gegner da kämpfen. Wow. Danke, Captain Obvious. Wow. Der Trainer, der jetzt gegen die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen. Indem er seine KP auf 0 bringt, gewinnt. Genau. Aber darüber so reden hilft nicht. Du musst 17 Erfahrung machen. Kämpf und lehne! Lef and learn! Okay. Oh, unser Hentai ist weiblich. Krass, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder ein Samen männlich ist, ist höher. Aber ich bin mir nicht sicher. Alter, das ist unser Menü. Wir hatten noch nie Pokémon gespielt, seien wir mal ehrlich. Ich zock einfach los. Das ist dann unsere Tagen. Oh, ups. Und seien wir mal ehrlich, dieser Samen ist am Anfang richtig kacke. Deshalb ist es die Möglichkeit sehr hoch, dass wir verkacken. Aber ich will die EP haben. Ich hab gleich das Schaden zu verfügen, ist der Schlüssel zum Sieg. Ach, kein Scheiß. Deshalb nutze ich meinen Trank einfach, weil ich ein unfairer Bastard bin. Und die EP haben will für Bisasam. Unser Hentai. Die Challenge, dass das Pokémon halt wirklich tot ist, wenn es besiegt ist. Also die ganze Challenge geht erst, wenn wir Pokébälle haben. Sollte ich diesen Kampf also verlieren, ist es nicht schlimm. Und da wir schneller sind und ich geizig bin, scheiß ich mal auf den Trank. Was? Wir sind nicht schneller? Ich dachte, wir sind Fester gerade. Oh mein Gott. Gut, sah es mit unserer AP. Nice. Glowanda, komm zurück. Ja, ich bin der Größte. Fick dich, Green. Wie enttäuschend. Bei einem Sieg erhältst du Preisgeld und den Pokémon-Win-Stecker. Wenn du verlierst, Klo, musst du das Preisgeld zahlen. Da du dies noch nicht wusstest, zahle ich's für dich. Wenn du durch diese Tür schreitest, wird das nicht mehr so sein. Daher musst du deine Pokémon stärker... Musst du deine Pokémon stärker, indem du gegen wilde Pokémon kämpfst. War das richtig? Habe ich Kacke gemacht oder stand das da scheiße? Egal. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Klo, Opa, wir sehen uns. Später. Ja, seit der... Ich würde sagen... Von der ersten bis zur dritten Generation ist es durchaus möglich, den ersten Kampf zu verlieren. Also, weil dort ist halt so, naja, wie erkläre ich das jetzt? Normalerweise verliert man einen Kampf, also so einen Kampf. Jetzt gerade waren unsere Werte zu schlecht und deshalb hat es ganz knapp überlebt, ihr habt es ja gesehen. Und hier zählt es übrigens auch erst, wenn ich Pokéball habe. Also wenn ich jetzt ein wildes Pokémon treffe, dann zählt das nicht. Ich wäre vielleicht zu geizig bei dem Kampf, aber egal. Worauf ich hinaus wollte. Ja, Bisasam hat da jetzt beschissenere Stats gerade, als es Glowanda gab, so wird's verkackt. Wir haben ja nur angegriffen, wir haben nichts anderes gemacht. Und in der ersten Gen ist es so, dass Tackle und ich glaube auch Kratzer eine Trefferchance von 95% haben. Das bedeutet, es ist möglich, mit dieser Attacke zu verfehlen. Und wenn du verfehlst, mit Tackle oder sonst was, dann, los, halt, halt. Dann, ja, dann hast du den Kampf eigentlich schon verloren. Deshalb wäre es ziemlich glücksbedingt, wenn man diesen Kampf beschreitet. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel einen Trank genutzt hätte. Es besteht die Möglichkeit, dass ich die ganze Zeit verfehlt hätte mit Tackle. Ist ja unwahrscheinlich, aber sie besteht. Und dann wäre es einfach trotzdem vorbei. Deshalb zählt die Challenge halt auch erst, wenn wir Pokébälle haben und auch wirklich stärker werden können. Und ich weiß gerade nicht, was, Dingens... Wie stark der erste Arena, also wie stark das Pokémon des ersten Arena ist. Ich muss gleich gucken, dass ich nicht überlevel. Aber am Anfang ist es ja, ne,
Als ob ich so krass werde am Anfang. Ich glaube Level 14 oder so, keine Ahnung. Ich guck gleich im Internet, keine Sorge. Ja, hi, wir mal unsere Hentai. Ja, unsere Hentai, richtig gesagt. Also, hier hat sich offenbart, Hentai ist weiblich, okay? Jetzt wissen wir's. Gut, hat sich auch schon vorher... Was laber ich eigentlich? Das hätte ich dir schon vorher gezeigt. Verdammt, ich komme mal auf R. Weil ich die ganze Zeit wild auf die Tasten drücke. Hey, kommst du aus Alabastia? Ja. Professor Eiche, Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Nein, ich habe keinen Bock. Och, Klaus hat Eichels Paket erhalten. Und pack's in die Basis-Item-Tasche. Naja, klar, unser Beutel ist in so ein Rucksack und der ist in drei Taschen aufgeteilt. Items, Basis-Items, wie zum Beispiel Sachen, also Quest-Items und sowas wie Karten und so, dass wir so verwenden können und dass wir die ganze Zeit verwenden können. Und Pokebälle. Und die Items sind halt alles andere. Ich hoffe, das macht Sinn im Leben. Ja, das macht bestimmt Sinn, alles cool. Wir können uns jetzt von ihm anhören lassen, irgendwas über Horn oder Nidoran oder so, aber Leute, das brauchen wir nicht. Seien wir mal ehrlich. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache, ob ich Pokémon von der Bank tauschen kann. Ich glaube, wenn ich, also es gibt ja halt VMs, die braucht man, um weiterzukommen. Wenn mein Pokémon-Team die VMs lernen kann, die es braucht, dann darf ich nicht tauschen mit der Bank. Dann darf ich halt nur ein Pokémon aus der Bank nehmen, wenn eins meiner eigenen Pokémon gestorben ist. Sollte ich allerdings eine VM haben, die ich benötige, wie Zerschneider, und ich habe kein Pokémon, das das erlernen kann, dann muss ich, wie heißt das? Ein Pokémon von meinem Team aus der zur Bank tauschen. Und das bleibt halt die ganze Zeit dann so. Also dann für immer, bis ein Pokémon stirbt. Ich hoffe, das ist verständlich. Weil sonst könnte ich das Spiel teilweise nicht durchspielen, wenn ich zum Beispiel kein Pokémon habe, das Blitz hat. Ja, wenn ich keins habe, muss ich, glaube ich, sogar entzwangen, dass ich aber nicht im Kampf verwenden werde oder so. Ja, das wird schon irgendwie passen. Hallo, Klo. Wie geht's dir, Pokémon? Ich scheine dich sehr zu mögen, nachdem du zu geizig warst, einen Trank auf es zu benutzen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Ja, ja. Du willst etwas für mich? Drecksack, ich habe keinen Bock, Botenjunge zu spielen. Auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch steht eine Erfindung von mir, den Pokédex. Fast automatisch starten, die bei Pokémon jemand gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Heidegrecht-Lexikon. Klo, Green, diese beiden sind für euch. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst die fangen, bis sie das hier für Pokémon einzufangen. Wow, 5 Pokébälle! Nicer, dicer! Klo, ich pack die weg, okay. Tag, dann wird das Pokémon auf, so kannst du zusammen fahren. Wir haben einfach ein Pokéball und versuchen es. Wo es oftmals keine Pokémon haben. Wenn du das Pokémon kommt schnell. Man muss etwas Glück haben. Weil ich schon mal Pokémon wählt. Das war immer mein Traum. Und den kann ich erreichen. Aber ich bin so alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Klo, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Faggot. Genau, ich lerne mir einfach von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keiner geben. Oh, wie er uns hasst. Sollte ich hiermit beginnen, die Challenge offiziell. Also, sollte mein ganzes Team gerackt werden, auch wenn ich Pokémon auf der Bank habe, ist es vorbei. Das ganze Projekt. Da habe ich halt versagt. Im Leben. Okay, holen wir zur Karte ab, würde ich sagen. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Dann. Ja. Ja, solange wir Spoiler kein Fahrrad haben. Oder so.
packe ich die Karte mal auf Select. Wohl, wie ging das? Ach da, Select. Jetzt, wenn ich immer Select drücke, dann kann ich die Karte aufrufen. Guck, Leute, so sieht die Karte aus. Und auf jeder Route dürfen wir natürlich nur ein Pokémon fangen. Oder in jedem Gebiet. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit der Safari-Zone mache, aber es wird schon passen irgendwie. Ist okay. Kacken wir mal auf unsere Mutter, gehen wir mal weg. Sehr geil. Sie wird schon merken, dass wir nicht da sind. Oh, ich freue mich schon auf unser erstes Pokémon. Komm schon. Yes! Ich habe gehofft, das wird ein Rattrotz, das ist kein Taubsi. Los, Hentai! Rekti Snatch! Tackle! Ja, wieso ich lieber Rattrotz wollte? Einfach, weil Rattrotz ein Sweeper ist. Und wir haben jetzt mit Bisaflor später einen ziemlichen Tank. Und Rattrotz den Sweeper und dann haben wir ein bisschen. Oh, what the fuck! Ausgleich. Okay, wenn das Rattrotz uns jetzt trackt, ne? Ich fang nochmal an, ihr werdet das nicht sehen. Was? Wir haben es getötet? Oh, musstest du gritten, Hentai? Ich wollte das Rattrotz haben. Unser Glück, Rattrotz ist nicht selten. Unser Pech, wenn ich halt verkacke und das Pokémon versehentlich töte, darf ich hier dann trotzdem nichts sammeln. Also nichts fangen. Ja, sonst kacke, dann könnte ich die ganze Zeit Taubsies ranken, bis ich den Rattrotz wieder bekomme. Ah, wie ärgerlich. Ach, in den Städten dürfen wir natürlich auch Pokémon fangen. Zum Beispiel hier könnten wir jetzt mit einer Angel irgendwas fangen, wenn wir darauf Bock haben. Und geschenkte Pokémon dürfen immer angenommen werden. Und zählen nicht als Gebiets-Pokémon. Bei Leuten zum Beispiel in Prismaya City kann ich angeln und mir das Evoli holen. Zum Beispiel. Oh, fuck. Ach ja, Leute. Richtig traurig mit dem Rattrotz. Aber das passiert dem Beats denn. Und mir. Also ist das schon okay. Oh, ich hoffe, wir bekommen dort links ein Nidoran. Ich glaube, dort gab es Nidoran. Ein Nidoran ist der Shit. Wir haben uns erstmal das Zeug. Dreck, ja, geil. Ich darf, glaube ich, nicht geizig sein mit den Tränken, wa? Ich mache das so, dass ich pro Kampf immer nur 2 Heil-Items nutzen darf. Ja, 2. Das ist gut. Zum Beispiel jetzt, halt sowas wie Statusveränderung. Oh, ein Mankey. Na, okay, das ist auch cool. Ein wildes Mankey erscheint. Los, Hentai. Also die erste Arena wird schon mal kein Problem. Tackle. Oh ja. Genauso redet Hentai. Oh ja, dich tackle ich jetzt. Geil. Berühr meine Tentakel. Bam. Okay. ich bin viel zu tief drin. Moment mal. Ich glaube, ich nehme das viel zu ernst hier alles. Viel zu tief drin in Hentai, geil. Oh, das Pokémon. Oh, das ist wieder ein Weibchen. Hm, wie nenne ich es nur? Ja, Pokémon wurde gefangen. Cool. Mankey. Leichtfüßig beschwingt und ungezügelt ist dieses Pokémon, wenn es wütend ist, verfällt es in unkontrollierbare Raserei. Okay, wow. Ja, wie nenne ich dich? Ein weiblicher Affe. Hm. Ich melde mich zurück, wenn ich einen Namen mir überlege. Oh Gott, ich habe einen Namen. Nämlich, ist mir kein passender eingefallen, also nehmen wir sie einfach Fran. Als Anlehnung an eine alte Serie, die ich als Kind gerne geguckt habe. Weiß ich ja, wie hieß sie? Die Nanny oder so, die wäre richtig lustig. Also eine richtig lustige Serie. War das überhaupt eine andere Route als 1? Weil 1 haben wir jetzt verkackt. Okay, 22 haben wir jetzt Fran gefangen. Ja, das ist cool. Ach ja, Leute. Im Leben. Pokéball ist schon toll. Richtig dürfte. Ich habe gar keinen Bock zu trainieren eigentlich, aber ich muss trainieren, sonst kann ich den Aslock direkt vergessen. Aber ich darf mich halt nicht überleveln. Ich muss gucken, dass ich mich so sehr trainiere, dass ich letztendlich auf dem Niveau des der Arena-Leiter bin mit einem Pokémon. Sollte ich einen Pokémon zu heftig trainieren versehentlich, als Arena-Leiter, darf ich es nicht im Kampf gegen den Arena-Leiter nutzen. Dann muss ich auf die Box tun. Das ist natürlich lame und eklig. Also das ist eine Nuzlocke mit der Regel, die ich mir so gerade mache, die ich mir erst ein paar Tage einfach mal sage und hoffe, dass ich mich dran erinnere. Vielleicht sollte ich sie mir aufschreiben. Na, ja, passt schon. Ja, gucken wir mal im Markt.
Ja, kann ich dir helfen. Was gibt's denn hier? Ich will ein... Ich will zwei Gegengifte. Ja, danke. Paraheiler zwei Stück, weil Paralyse ist super nervig und gay. Zwei Tränke, und hier fünf haben. Geil. Und der Rest für Pokéball. Ja, das klingt gut. Ach ja. Wobei, so viele Pokébälle brauche ich gar nicht, wenn ich sowieso nur ein Pokémon fangen kann auf der Route. Oh. Na, wir werden sehen. Alles cool. Wir können jetzt in die Trainerschule gehen, aber Leute, das will doch keiner. Oder will ich in die Trainerschule? Habe ich da was Geiles bekommen? Ich erinnere mich, dass ich an irgendeiner Trainerschule in irgendeiner Edition Flinklau bekommen habe, aber das war nicht hier, okay. Flinklau ist natürlich der Shit. Nein, nein, ich weiß wieder, wo ich Flinklau herbekomme. Okay, cool. Also in der Edition. Alles dauert noch. Und jetzt hatte ich meinen Kaffee und das ist alles, was ich brauche, um loszulegen. Was ist das für eine rote Box? Du, bitte sei ein Pokédex. Da will ich dir einen Ratschlag geben. Nein, ich will... Der Pokémon heute, der Pokédex. Wird mit jedem neugefangenen Pokémon aktualisiert. Ich will nicht hören. Du weißt nicht, wie man Pokémon weg. Ich habe bereits ein Pokémon. Ich sollte es dir wohl besser zeigen. Nein, warte. Genau so stelle ich mir so einen Dialog vor. Oh, geil. Ein wilder Kampf. Der Rentner gegen das Hornio. Ja, jetzt können wir uns erstmal so dieses Fang-Tutorial angucken. Deck, da sollte das Pokémon eigentlich schwächen, aber ist okay. Es geht auch so. Die Fangrate von Hornio ist jetzt nicht so hoch. Also, ist schon alles realistisch, ja. Kann ich richtig hart nachvollziehen, Leute. Also, alles in bester Ordnung. Ich wette, der Rentner ist jetzt richtig stolz, so. Oh, Mann. So richtig ekelhaft. So, das war doch perfekter Handschauungsunterricht, oder? Nein. Und hier nimmt das auch noch. Oh wow, ein Lehrkanal, ein Item, das ich nie nutzen werde. Ja, wenn es irgendwas gibt, dass du dich verstehst, dann schau da rein und erfährst du die Grundlage über den Beruf eines Pokémon-Trainers. Okay, tschüss. Ja, unseren Pokédex habe ich noch gar nicht gezeigt. Sieht so aus, wir haben gesehene Pokémon, gefangene Pokémon. Pokémon, die wir einer Dingens, einer. Die wir halt so zuordnen können, so Kategorien wie Berg oder der Pokéball von A bis Z. Ja, also ziemlich viele Auswahlmöglichkeiten, so. Weil numerisch. Hier, so haben es Nummer 1. Dann können wir so hier was sehr geil dazu lesen und so. Das Commander. Pokéball hat dieses Pokémon einen Samen. Geil, das ist das perfekte Name. Auf den Rücken, welcher langsam wächst, tut mir leid. Ja, wer groß ist, ist richtig wichtig, dass dieser Samen ist das Samen-Pokémon, also ist der Penta, ne? Der Glumanda besitzen wir nicht, haben wir nur gesehen, deshalb haben wir nur dieses schöne Bild und sonst nichts. Naja. Dann können wir noch gucken über den Pokédex, wo es diese Viecher zu fangen gibt und wo nicht. Und wenn es die in der Edition nicht zu fangen gibt, dann steht es da auch. Röter 2. Und Röter 2, das heißt neues Pokémon von uns. Gucken wir, was wir so kriegen. Hab ich geheilt? Ja, okay. Dann gucken wir mal mit der Folgenladung Action. Yes, das Ratsfratz, das ich wollte. Nur weibliche Pokémon, nur. Geil. Los, Hentai. Oh ja. Den knechte ich, bis er sich willig in den Pokéball streckt. Okay. Los, Körperkontakt, Tackle. Hentai ist der Shit, was? Oh ja. Ja, ich wollte jetzt gerade was richtig Ekelhaftes sagen über Shit und jetzt sag ich's aber, ich lass es lieber. Oh, kacke, wie nicht das Ratz denn? Eine weibliche Ratte. Seine Reißzähne sind lang und scharf, da sie ständig wachsen. Nagt es immer zu an etwas, um sie abzuwetzen. Abzuwetzen. Er hat doch heute den Spitznamen, ja, klar. Eine weibliche Rasse. Mal überlegen. Ich melde mich, glaube ich. Obwohl, ich glaube, ich habe was. Irgendwas. Oh ja, ich hab was Cooles. Okay.
Ich nenne es Move. Weil damals, als ich noch im Blach war und in der Schule war, ja, es hat ein Mädchen mit richtig abgefuckten Zähnen. Und die haben wir halt Movie-Zahn genannt. Richtiges Arsch, richtige Arschlöcher, wie Kinder halt sind. Und ja, Zähne, Ratte und so, weiblich, das macht alles Sinn. Deshalb Move, von Movie-Zahn abgeleitet. Fuck. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich weiß, wie wir unsere Pokémon im Leben. Ach ja. Wenn ihr Namenvorschläge habt, immer gerne in die Kommentare damit. Möglicherweise nehme ich ja auch euch, die Abonnenten, für irgendwelche Pokémon. Aber das weiß ich noch nicht. Route 1. Okay, Leute, ich würde sagen, ich trainiere meine Pokémon. Keine Ahnung, so auf Level. Ach, ich weiß nicht. Wie ich Bock hab, wir werden sehen. Und ja. Bis dahin würde ich sagen, ne? Ich mach da hier eine kurze Pause in der Aufnahme. Bis dann. Okay, Leute, nach einer ewig langen Trainingssession bin ich wieder hier. Move ist bei 7 gekommen und hat, glaube ich, Rotenschlag und Ruckzuckip erlernt. Also Ruckzuckip auf jeden Fall, aber von Rotenschlag weiß ich nicht genau, ob es das nicht schon vorher konnte. Ist auf jeden Fall richtig töfter. Hinter ist Level 7, wie er beleuchtet. Hinter hat Ekelsamen gelernt, meine Lieblingsattacke von Entei. Geil. Ekelsamen ist einfach, wir bepflanzen den Gegner mit unseren Samen. Und dann kriegen wir Lebensenergie von ihm zurück. Das ist ganz praktisch. Also pro Runde immer. Und Fran hat Fußkick gelernt, was uns sehr nützlich sein wird in der Steinarena. Wie ihr vielleicht lesen könnt, dort links, desto fetter Gegner, desto mehr Schaden. Das ist sehr praktisch. Also, so, auf so einen Taubsi bringt das jetzt nicht so viel, wenn wir dagegen treten. Dann können wir auch Kratzer nutzen. Auf jeden Fall, Leute, machen wir jetzt einen recht schweren Kampf. Für den Anfang jedenfalls. Ich hätte noch trainieren können, aber naja. Und ich habe auch mal geguckt nach den Leveln von den Arena-Leitern und ich habe jetzt aufgeschrieben, wir dürfen jetzt bis zum ersten Orden Level 14 erreichen. Sonst nicht, also nicht drüber. Gut, ja. Gucken wir mal. Ich habe ein bisschen Schiss, dass das jetzt schon vorbei ist. Weil dann uploade ich das aber nicht mehr. Also Leute, meine Taktik ist erstmal zu raggen mit Move. Und dann um zu switchen auf Ran. Weil er hat halt ein starkes Taubsi und sein Start ist halt auch noch da. Ja, klar. Bist du auf dem Weg zur Pokémon-Liga? Vergiss es. Wahrscheinlich besitzt du nicht mal einen Orden. Die Wache wird dich gar nicht erst durchlassen. Ach, sind deine Pokémon eigentlich stärker geworden? Oh, der Junge will gerackt werden, Leute. Okay, okay. Das kann er haben. Ja, los, Taubsi. Los, Move. Wir sind natürlich immer fest damit drückst. Oh, das macht viel zu wenig Schaden. Ich hab Angst. Ich hab voll Schiss. Das Taubsi ist der Bums, weil es hat bereits seine Flugattacke und zwei meiner Pokémon drückt es damit effektiv. Das bedeutet, Move muss es reißen. Oh. Ich hab so Schiss. Noch zwei Schläge. Boah, noch zwei fucking Schläge. Oh mein Gott. Okay, Leute. Nicht geizig sein. Trank nutzen. Nur zwei Tränke im Kampf, ne? Erinnert euch? Das ist krass. Okay. Der Starter sollte machbar sein. Oh mein Gott. Okay, wir sind auf jeden Fall face damit Rückzugkeep. Allerdings haben wir einen Sandwirbel drauf. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir verfehlen, ist hoch. Höher jedenfalls. Das bedeutet, ich nutze hier Hentai. Oh, ich hoffe, das war kein Fehler. Aber nein, sonst wäre Radfratz down. Oder unser zweiter Trank. Den brauchen wir, glaube ich, noch. Okay. Wir tackeln mal zurück. Alter. Das größte Übel schon mal weg. Was alle außer Move effektiv trifft. Level 9, das kann uns nur helfen. Mehr Def. Ich hoffe, mehr Def. Ja, ein bisschen. Okay, alles besser, cool. Und jetzt Glumanda. Jetzt ist mein Problem. Überlebe ich ein Blut oder nicht? Sonst würde ich noch Ekelsamen drauf machen. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher. Bedeutet, ich wechsle auf Fran. Fran muss das jetzt reißen. Oh, Leute, ich habe Schiss in meine S. Los, Fran! Wir haben die Hälfte schon mal. Und Glumanda ist etwas schwächer vom Level. Nein, auch auf Level 9? Okay, ich raste aus. Gut, treten wir das Miststück mal weg. Oh, Kacke, es ist fester. Ist nie gut.
Oh, das macht ja gar keinen Schaden. Ist Kratzer besser vielleicht, weil Glumanda da nicht so fett ist? Nein! Oh, Leute! Ich habe uns in den Tod manövriert. Okay, ich brauche einen Silberblick. Einen Silberblick und unseren Trank. Oh, kacke, viel Schaden, das ist jetzt gemacht. Ich weiß nicht, ob Friend das noch aushält. Einen Crit auf keinen Fall. Oh. Okay, ich nutze einen Trank. Ich darf mich nicht mehr heilen in den Kampf. Das ist richtig krank. Scheiße. Was habe ich nur getan? Ich hätte mal trainieren sollen. Das ist sehr lame. Und schlau. Und das passt nicht zu mir. Oh mein Gott. Der Silberblick hat es richtig gebracht. Komm schon, Fran. Komm schon, Fran. Noch ein Schlag. Du musst nur noch treffen. Nur noch einmal treffen. Und nicht gekrittet werden. Oh mein Heilige. Oh fuck. Ich raste gleich aus. Yes! Friss das dummes Stück! Oh. Oh. Verdient das Level ab. Heilige Kacke! Ich hatte euch kurz gedacht, wir verlieren jemanden. Spieler besiegt Trivale Green. Oh nein, so viel Glück wie du kann man nicht haben! Yes! Gib mir dein Geld. Oh Gott, mein Herz. In der Pokémon-Liga gibt es starke Trainer. Ich muss einen Weg finden, an ihnen vorbeizukommen. Kennst du Raggen? Du sollst aufhören zu bummeln und dich in Bewegung setzen, du Faggot. Ich hab dich gerade gerackt, ja? Du bist ja am Bummeln, Faggot. Okay. Jetzt noch zum Pokémon Center. Boah, Alter, ich raste aus. Der Kampf war intens. Fucking Green, nochmal hat uns nicht erwischt. Der Trottel. Leute, ohne Kack, ich hab fast einen Herzinfarkt bekommen. Okay, ich nehm deine Pokémon-File, wobei die Lobhut. Alter, Alter, Alter. Okay, Leute, jetzt wird aber chillig. Jetzt gehen wir zum Britannia-Wald, holen uns den Steinorden, alles cool. Das sind nur ein paar Käfer, Leute. Das ist alles gar kein Problem. Oh. Das sah vielleicht nicht so aus, aber das wäre echt ein knapper Kampf eigentlich. Für uns. Ach ja, Green, unser bester Freund. Vor allem, wenn ich jetzt einen Käfer fange, bin ich doch trotzdem richtig heftig am Arsch. Weil hat halt, das Taubsi wird halt weiterentwickeln später, ne? Ups. Und dann ist es einfach gegen mein halbes Team effektiv. Das ist scheiße. Oh, ich hoffe, ich bekomme Pikachu, was natürlich super unwahrscheinlich ist, aber wer weiß. Ist das eine andere Route? Route 2. In Route 2 haben wir allerdings schon was gefangen, ne? Ja, klar. Unser Move, ja. Ich erinnere mich. Exactly. Ach ja, Leute. Freut euch schon auf die Arena-Kämpfe, die werden badass. Ich glaube, die gibt uns irgendwas geschenkt. Du gehst in den Britannia-Wald? Sei auf der Hut, dort verläuft man sich leicht. Okay. Tschüss. Britannia-Wald. Das ist ziemlich düster, ja? Ich hab Angst. Okay, hier ist nichts. Ja, ich wusste doch, dass hier irgendwas ist geil. Und Pikachu, 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 Pikachu. Fuck, ist ja so schön. Noch ein weibliches Pokémon, aber ein Raupi. Okay. Los, move! Tackle die Snatch. Oh, wow, chill mal. Fast gerackt. Gut, dass ich Ruckzucki gemacht habe, das könnte reichen. Wenn es auch gekritzelt hätte, natürlich. Ja, die Inhalt ist nicht so wichtig gerade. Denn Pokébälle haben immer eine hohe Initiative, die höchste im Spiel. Saras HP. Yes. Ein Raupi to the world. Wir haben ein weibliches Mitbe bald. Richtiges Frauenteam, ja? Oh, passiert. Seine Haut ist grün. Beim Wachsen streift es sie ab und verpuppt sich in einen Seidenkokon. Wow, die volle Ladung Action Raupi. Die volle Ladung, Raupi. Wie nenne ich dich? Du wirst ein wunderschöner Schmetterling. Ja, eine Raupe zum Schmetterling. Eine extreme Veränderung. Irgendeine Veränderung. Eine Änderung. Oh ja, ich hab was Cooles. Ich nenne dich... Chaos. Weil Veränderung, Change, hört sich ja nicht an wie der Chosen One.
Und Chose, ne? Passt schon. Dr. Keep. Ich schätze, wir werden erstmal Chose ein bisschen trainieren. Chose, Chose, ich mag den Namen. Tschüss, Grapi. So, gehen wir zu unserem Pokéball. Ha, wie ich das wusste. Hier gibt es auch, glaube ich, ein paar versteckte Items, aber keine Ahnung, wo und wie und warum. Ach, verdammt. Immer dieses Hilfefenster so. Lass move. Rockzock Heap. Ich überlege gerade, was für Pokémon die Trainer hier hatten. Ich glaube, nichts Gefährliches. Ein Level 9 Hornio am Ende auf jeden Fall. Ich gehe auf jeden Fall noch kurz zum Pokémon Center, damit Chose ein bisschen geheilt ist und ich keinen Trank verschwenden muss. Aber das mache ich, das mache ich natürlich ohne euch, Leute. Wir sehen uns dann in diesem Wald wieder, aber noch nicht. Ich stehe mich erstmal in den Baum, so neben den anderen Typen. Das ist natürlich sehr, sehr sexy. Wir stellen uns einfach hier hin, Rücken an Rücken mit dem Käfersammler. Bis gleich. Okay, Leute, da sind wir wieder. Die volle Ladung-Action. Ich war halt nur beim Pokémon Center, ich habe nichts getan im Leben. So, packen wir Chose mal nach vorne, damit sie EP kriegt. Okay, das ist ein Pokéball. Ich überlege die ganze Zeit. Es gibt halt einen Trainer auf dem Weg von... auf dem Weg von Marmoria City nach Azuria City mit einem Habitak. Und der könnte uns ziemlich raggen. Und ich überlege gerade, ob ich den da auslassen soll. Weil einmal habe ich eine Feuer-Rot-Nuzlocke gemacht, halt mit so ähnlichen Pokémon wie jetzt gerade, und der hat mich geraggt. Das ist sehr gefährlich. Ich glaube, ich mache ihn einfach nicht. Dann ist alles gut. Wäre ja langweilig, wenn nach dem ersten Orden die Nuzlocke schon vorbei wäre. Und das Raupi bestrahlt mich die ganze Zeit mit seiner Saat. Mit seinen Faden. Beziehungsweise nicht mich, sondern Chose. Ach ja, Raupi ist schon so ein richtig starkes Pokémon, also, ne? Ich meine, oh, das ist Chose. Könnte Berge versetzen. Berge könnte es versetzen. Dum, dum, dum. Oh, der Hornio. In Hornio will ich lieber mein Hinterhand nutzen, weil es nicht vergiftet werden kann. Und Hornio hat halt Giftschachen, das ist super nervig, wenn meine Pokémon vergiftet werden. Ja. Hinter ist halt zur Hälfte ein Gift-Pokémon, deshalb ist das alles Gold. Allgemein, in der ersten Gen sind fast alle Pflanzen-Pokémon von Zweityp Gift. Fast alle. Ich glaube, bis auf eins oder so, aber ich weiß gerade nicht, welches. Oder sogar alle, ich weiß gar nicht. Oh, ups. Erstmal meine Wohnung kaputt bumsen, ja. Vor allem Wohnung, mein Zimmer hier. Dum, da, dum. Ja, drei Schläge, das geht doch. Und ja, Leute, ich werde alles raggen. Alles werde ich raggen auf dem Weg. Wir brauchen alle EP, die wir kriegen können. Desto mehr EP wir so kriegen, desto weniger muss ich offscreen trainieren. Das verdammte Hornio. Gott sei Dank ist Giftstachel so scheiße. Ich muss sagen, die Käfer halten mir zu viel aus irgendwie. Keine Ahnung, ich würde sie gerne one and dragon. Hätte ich Glumanda genommen, könnte ich das jetzt aber trotzdem. Mit Glumanda könnten wir den ersten Orden eigentlich auch locker easy machen, weil er Metallklaue lernt, aber auch. Leute, wie zusammen. Wir müssen wie zusammen nehmen. Es gibt nur eine richtige Entscheidung. Na, ein Trank, der wird uns helfen. Oh, ich dachte, du willst kämpfen, okay. Hey, du hast auch Pokémon. Los, lass uns kämpfen. Kämpfen? Kämpfen! Oh! Okay. Mal sehen, was der Käfersammler Baldur drauf hat. Komm, Baldur, hau rein. Bam. Bam, bam, bam. Okay. Viel zu intens. Was? Nein, ich will nicht fliehen. Du kannst aus Trainerkämpfen nicht fliehen. Das ist illegal. Okay. Los, Hentai, zeig, was du drauf hast. Ja, ich weiß, Hentai ist schon Level 9 und so, aber wie gesagt, Hornio, Gift, böse. Ich glaube, ich nutze sogar meinen Ekelsamen, das spart mir den einen oder anderen Trank. Oh ja, besam ihn. Mein weibliches Pokémon besamt männliche. Oh ja, Leute, das ist die Welt, wie wir sie kennen und lieben und wertschätzen. Und Hornion,
Was habe ich überhaupt so? Gar keine Ahnung. Irgend so eine Scheiße. Oh ja. Los, Tackle Hentai! Körperkontakt. Oh yeah. Irgendwie sieht Tony aus wie ein Clown mit dieser Nase. Mein Gott, ich hasse Clowns. Glaubt ihr, er will jonglieren oder gar? Und Sarata will sie erzählen? Gott. Also mein Hornio ist länger. Oh Gott, das fängt an. Tackle, los Hentai, du musst es schnell besiegen. Oh ja, ich zerdrück's mit meinem Körper. Schöner Schrei. So schrei ich auch immer, wenn ich sterbe. Oh, noch ein Raupi, da kann ich ein anderes Pokémon einsetzen. Ich auf jeden Fall Chose haben für die EP. Weil Leute, bis Chose ein Smetboss ist, ist es ziemlich nutzlos und kacke. Ja, das ist schon okay. Nee, sehe ich gar nicht ein, den Kampf. Leider trainiere ich lieber ein bisschen Move. Damit sie ein bisschen Bewegung bekommt. Oh Leute, wir müssen diesen Kampf schnell zu Ende bringen. Los, Move, ruckzuck, hieb! Gefäßt! Feast, Feaster, am fiestesten. Szenik. Ich habe auch überlegt, ein Szenik-Spiel zu spielen, aber das ist nicht so für mich. Bin kein großer Szenik-Fan. Außer ein Brawler ist ja cool. Oder ein Super Smash Bros. Allgemein, in 9 sollte er ja auch ganz so ähnlich sein. Ja, Stu's erreicht Level 6. Haben wir sogar schon direkt die erste Entwicklung im ersten Part. Ist es der Fall? Raupi hat das nicht geschafft. Ja, was glaubst du, warum eigentlich, Alter? Naja, sogar nicht. Ich glaube, es ist mit Level 7. Vielleicht sogar noch in diesem Part, Leute. Bleibt dran. Pokémon-Trainer steht sich nicht so einfach davon. Ja, okay. Das sage ich auch immer Leuten, die mich ansprechen. Bam, bam. Eine Herausforderung von Was? Eusebius? Eusebius! Los, Hanlio! Los, tschüss! Sorry, das muss Hentai wieder erledigen. Komm zurück! Du hast dein Bestes getan! Los, Hentai! Oh, geil! Noch mehr Samen! Ja, genau, exactly! Du sollst deine Ekelsamen nutzen! Gau! Ich find's aber geil, wie die im Anime ausgerastet sind. Das war auch viel mehr intens so. Vor allem bei Pokémon Origin ist es geil. So. Man hat halt diesen einen Kampf am Anfang irgendwo. Shiki gegen Glumanda. Und das ist einfach richtig abgefuckt, weil Shiki gegen Glumanda halt so zu weich an die Kehle. Und es schreit einfach vor Schmerzen. Das ist so richtig dark für Pokémon irgendwie. Ziemlich cool. Ja, schreiende Glumanda ist genau mein Ding. Genau das mag ich. Nein, aber es ist halt so ungewöhnlich. Was hat dein Tackle? Oh ja. Betouch mich, Hornio. Das Hornio rennt so weg. Wir können eigentlich verlieren mit Hentai, seien wir mal ehrlich. Oh ja. Schieß deinen Faden. Hentai, entspann dich. Sorry. Ah. Ja. Das arme Hornio. Ah ja, Leute, Ekelsamen schon mal richtig praktisch. Ich hoffe nur, ich überlevel Hentai nicht, dass ich es in der Arena nicht nutzen darf. Ich meine, mit Fuß gekrocken wäre. Rocken, versteht ihr, weil es eine Steinarena ist. Nein. Mit Fuß gekrocken wird zwar eh alles, aber trotzdem. Juice, kannst du mal ein Level abbekommen, bitte? Goddammit. Exner wieder auf Juice. Richtiges Carpato-Training hier. Und ich. Manchmal bin ich richtig leise, manchmal übersteuere ich einfach. Mein Mikro ist super seltsam. Los, Chose! Moon! Ja, genau so redet es. Komm zurück! Los, Hentai. Oh ja, schon wieder bin ich aus meinem Ball befreit worden. Ja, direkt fahren in mein Gesicht. Hentai, sorry. Los, benutze deinen Ekelsamen! Oh ja! Überall werden Faden und Samen verschossen. Pokémon. Ein Spiel für die ganze Familie. Ach ja, Leute.
Hunter wird noch richtig stark. Ihr werdet schon sehen. Jetzt gerade ist es zwar ziemlich scheiße. Ey, ich bin geil. Aber Hunter, es wird schon richtig gut. Vor allem später mit den ganzen Puder-Attacken. Oh ja. Und ja. Ich freue mich schon auf meinen Rankenhieb. Ja. Vielleicht sollten wir darüber nicht reden, Hentai. Warum nicht? Magst du meine Ranken nicht? Nur auf meine Gegner. Verstanden. Oh Gott. Was habe ich denn mir nur für Pokémon ausgesucht? Ach ja. Ich sag richtig oft ach ja, also wenn ich so nichts zum Sagen habe. Ich so, oh Kacke, ist alles Pech, ich muss schon was sagen. Ach ja. Oh, Kakuna, geil. Geil. Es wird richtig viel EP für Truth regnen. Aber es wird super lange dauern. Leute, das glaube ich sogar, nehme ich das sogar auch nicht auf. Weil es dauert super lange. Ich kann es euch mal zeigen, wie viel Schaden wir machen. Und das wird immer weniger, weil es Härten einsetzt. Also, bis gleich. Okay, Leute, wir haben gleich. Wir haben es gleich. Alles cool. Tackle Choose! Fucking Kakuna. Kakuna ist im Englischen Kakuna. Lustig, ne? Ja. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Ja, es ist schon scheiße. Du hast verkackt, Dinoslock. Oh mein Gott! Hey, Truth entwickelt sich! Oh mein Gott, was wird das wohl sein, Leute? Ein Pokémon, das wir noch nie gesehen haben. Haben wir wirklich nicht in diesem Let's Play. Naja. Glückwunsch, ein Truth wurde zu einem Safgon. Yes, Härtner. Okay, wir haben das Spiel gewonnen. Wie sehen unsere Pokémon aus? Ich sehe geil, nicht du, Entei. Oh, okay, den geht's allen gut. Ja, Gegengift werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Dort oben ist noch ein Trainer, glaube ich. Deshalb ranken wir den mal eben. Bam, 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 bam. Ich bin so klein, aber ich will nicht, dass du mich deswegen gewinnen lässt. Leute, Junge, wenn ich dich gewinnen lasse, sterben meine Pokémon. Also fick dich selbst. Emil. Es ist einfach Emil. Nur ganz wenige Leute werden Emil verstehen, aber Emil versteht sich nicht mehr selber, denn Emil ist verwirrt. Verwirrt und verzweifelt. Emil. Oh, Leute. Komm zurück, Tschüss. Ja, das war sein Schrei. Erinnert ihr euch noch? Ich erinnere mich noch gut, damals. 1935, als der Pokémon-Krieg alles zunichte gemacht hat, den es übrigens wirklich gibt. Ja, auch ich frage mich, wer das erkannt hat. Da hat ein Safcon sein Maul aufgemacht und geredet. Ja. Dass du meine Initiative singst, ist mir scheißegal, denn ich habe meinen Rucksack und rack dich einfach, kleines Raupi. Fahnschuss. Hentai, geh wieder an den Pokémon. Sorry. Alter. Es wird noch eine lange Reise. Ruckzuck, Heap! Ich frage mich eigentlich, welche Wesen meine Pokémon sind. Ich meine, ich habe keine Ahnung, ich vergesse immer, was die Wesen machen, aber ich frage mich, welche sind. Komm zurück, Move! Du hast gute Arbeit geleistet. Ja, habt ihr gehört? Genau so macht das. Fucking Raupi. Wer fängt sich drin und trainiert schon einen Raupi? Es ist Bullshit. Ey. Oh, sorry. Los, move. Rückzug, Heap. Oh. Okay, cool. Den Crit haben wir jetzt gebraucht, weil, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist Moves Verteidigung ganz schön scheiße. Ich habe immer von Raupis Ruf das Wort Minigolf rausgehört. Ich weiß nicht wieso. Minigolf? Oh nein, alles ist schief gegangen. Dreams are the man. Nein, warte.
Courage is the magic that turns dreams into reality. Okay. Martha! Der Kerl war seltsam. Ich sollte mal Moves S heilen, aber andererseits kann ich auch einfach Friend oder Hentai trainieren. Will ich sparen, sie tränke. Ich bin gierig. Geizig. Beides. Ist die Musik nicht unendlich entspannt? Oh mein Gott, ein Pokémon, was könnte das nur sein? Ein Hilfemenü. Damn. Oh, Level 5, das lohnt sich sogar. Los, tschüss, vielleicht kannst du das Vieh sogar allein töten. Töte deine Brüder. Ich bin wirklich erstaunt, dass wir nur weibliche Pokémon haben. Das ist echt krass. Ach, ich wollte die Wesen danach gucken. Tackle. Oh, wow, Leute, das ist ja ewig dauern. Aber der macht genauso wenig Schaden, also ist das schon passend. Worüber könnte ich denn noch reden? Ich habe hier gerade ein 10-Cent-Stück. Das ist voll krass, ne? Ich weiß. Du passt schon 51 Minuten lang, ne? Das ist, wow. Ja. Keine Ahnung, ich glaube, ich mache noch den ersten Orden und bis ich die Turbo-Treter habe, zocke ich halt. Deckel! Oh ja, falsch. Schuss. Hentai! Ja. Wieso befreit er sich immer? Oh, alter Raupe, geh doch mal drauf, Mann. So richtig ekelhaft. Als wär's schon weiterentwickelt, ey. Du hast einfach einen Angriffswert von 2. Oder so. Bestimmt mehr, aber trotzdem. Auf jeden Fall nicht hoch. Yes! Oh mein Gott! Ist es schon 2050? Heilige Kacke. Nice. Ich glaube, es entwickelt sich wieder auf Level 10. Und ich werde halt wirklich unbedingt das Medbo schon haben, so schnell es geht. Nein! Weißt du, dass Pokémon sich entwickeln? Ja. Ich habe bereits ein entwickeltes Pokémon, du Faggot. Los, Safcon. Okay, Leute. Das liegt nach viel EP für uns. Weiterentwickelte Pokémon geben immer etwas mehr EP. Wir haben 14 Tackle. Ich glaube, das reicht auf keinen Fall gegen das Vieh. Also nutzen wir... Es kann nur härten, also nutze ich einfach Move. Wehe, es kann jetzt Tackle. Wehe. Ich raste aus. Los, Move. Ich glaube nicht. Ich hoffe es sehr. Andererseits, der Angriffswert ist so scheiße, wir werden sowieso nicht gerackt. Also passt es schon. Vox, okay, Move. Ach ja, Move ist nicht der gesprächlich, wisst ihr? Er ist ein gechilltes Pokémon, so. Es schreit nur beim Kämpfen ein bisschen so. Es dauert immer noch lange, obwohl Move einen guten Angriffswert hat für den Anfang. Aber Härten, das ist halt krass. Es stärkt einfach immer weiter seine Verteidigung bis ins Unendliche und noch viel weiter. Ach ja, Leute. Wenn man gegen Safcon kämpft, fühlt man sich, als würde man so einen Stein schlagen. Nur, dass Steine schneller tot gehen. Bei unserem Team ist das wirklich der Fall. Ach ja, ich hoffe, wir kriegen ein Elektro-Pokémon im Team. Ich mag, obwohl ich glaube, wir kriegen kein Elektro-Pokémon im Team. Ich hoffe, wir kriegen einen Zubat im Team. Ich mag X-Bat. Wobei, ich glaube, Kleinstein oder so wäre schon besser für uns. Versteht ihr, weil es ist nur Nuzlocke. Wir müssen noch Verteidigung bauen. Teilweise. Ja, ich möchte gern wechseln. Ich will, dass Tools nach EP bekommt. Auf gut, komm zurück. Los, tschüss. Oh ja. Oh mein Gott, Schuss hat geredet. Los, Fren! Ach ja, dieser Ruf ist wunderbar. Bei X und Y finde ich super selten, dass Pikachu als einziges so seinen Namen sagt. Ah, das findet, glaube ich, irgendwie jeder seltsam. Nintendo und Game Freak dachten sich einfach so, oh geil. Unser Maskottchen muss besonders sein. Ich mag auch mehr Raichu als Pikachu, wenn ich ehrlich bin. Aber dies ist nur meine Meinung. Oh ja. Immer so diese verdammten Raupis. Wieso haben diese Käfer so viel Death?
Das ist unglaublich. Das ist unbelievable. Ein Fall für Galileo Mystery. Oh Gott, noch ein Safgon. Der Kampf endet nie, Leute. Er endet einfach nie. Fremd gut, los zurück, so. Los, Joes. Einfach nur wegen DNP. Da gerade ein gratis Härtner, was mich natürlich sehr freut. Dann kommt noch Move raus, weil das Vieh sowieso nicht angreifen wird. Ah, lehnt euch zurück, Leute. So ein paar Jahrzehnte könnte das noch dauern. Ein verdammtes Hilfemenü. Das heißt ja Feuerrot. Rucksack. Oh, was macht ihr heute noch so? Wow, wir haben ja schon halb zwei, krass. Ich fühle mich, als würde ich gerade das Aufgewachte aufwachen. Was ist denn euer Lieblings-Pokémon, Leute? Schreibt's doch jetzt noch in die Kommentare. Das wird bestimmt sowas wie Absol sein oder so dieser Mainstream-Pokémon, die sowieso alle geil finden. Ich weiß gar nicht, was mein Lieblings-Pokémon ist. Ich glaube, ich habe nicht meins. Und wenn, dann ist es bestimmt auch so ein Mainstream-Pokémon. Gardevoir mag ich zum Beispiel sehr. Ist ein ziemlich cooles Pokémon. Es ist aber Simsalain gut. Also ein besser. Simsalain selbst ist ja auch schon gut. Ich weiß nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Hilmar. Oh, ich hab verloren nach 8 Jahren. Geil. Hat doch gar nicht lang gedauert, du Arschloch. Goddammit. Bester Encounter. Damn. Los, tschüss. Wie viel Schaden machst du? Ja, das geht, das geht. Kommt, Leute, das geht. Das geht, das geht. Das kann vergiftet werden. Ja, Yolomodolo, ich hab Gegengift, alles cool. Ein Volltreffer. Kein Gift, kein Gift, kein Gift, kein Gift, kein Gift. Nice, Sir Dicer. Oh geil, Fahnenschuss. Ist es jetzt schneller als wir? Könnte ich mir vorstellen. Weil so ein Kokon ist nicht unbedingt schnell. Nicht so fast. Tackle. Okay, es verschwindet aber seine Runde, cool. Los, choose Tackle. Im Leben, wie du noch nie getackelt hast. In Minecraft leben. Was es nicht mehr gibt, dafür gibt es Desperado, aber keine Ahnung. Event leben. Ich weiß, ich habe sowieso nicht mehr geguckt am Ende. Desperado gucke ich hin und wieder. Ist ganz cool. Also, wenn ich weiß, wovon ich rede. Ein paar YouTuber haben halt ein Projekt ins Leben gerufen, das Minecraft Desperado heißt. Und da geht's halt um Roleplay in so einer Westernstadt und so. Das ist ziemlich cool eigentlich. Manchmal, wenn das Vieh krittet, bin ich gebumst, oder? Ich glaube, ich wechsle lieber. Oder ich nutze einen Trank. Oh mein Gott, ich wechsle. Heilige Scheiße. Los, Hentai. Oh, geil. Was ein wildes Pokémon. Ich schlaf doch nicht mit jedem. Was? Nichts. Was soll ich hier tun? Tackle! richtig. Yo, Sentai. Oh ja. Ich zerweiß dich, kleines Horn, jo. Manchmal macht mir Hentai echt Angst. Oh yeah. 14 Erfahrungspunkte, ist das euer Ernst? Sorry. Oh Gott, Hentai wird stärker. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen sollte. Oh geil, mein Rankhieb. Sollte ich nicht. Oh fuck, ich hab's ja vergessen. Gengift. Später in der Edition... Nein, nicht auf Hentai, fucking shit. Später in der Edition war es so, dass die Pokémon überleben mit 1 HP nach Gift. Aber hier ist es, glaube ich, nicht so. Deshalb heile ich lieber das Gengift, mit Gengift.
Kostet jeder 100 Dingens. Krasse Pokédollars, also das ist nicht so schlimm. Heile ich meine Pokémons? Ich heile Hentai. Dun, 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 dun. Ja. Geil. Hentai, wir müssen uns mal über deine Ausdrucksweise unterhalten. Ja, ich höre dir zu, rede nur. Rede nur, während ich mit meiner neuen Attacke rumspiele. Hey, warte, warum die Eile? Überall sind irgendwelche Perversen. Immerhin heißt der Rudolf, so heißen alle Playboys. Los, Honjo. Los, tschüss. Ich sterbe. Ach ja. Du sollst HP bekommen, als Maul. Ja, ich dachte... Ach, ja, schon gut. Ich sollte eigentlich hinterher nutzen, das ist eigentlich voll, um Fran einzusetzen wegen dem Gift, aber ja, passt schon. Wir sind sowieso fast durch. Also, mit dem Spiel natürlich. Kratzer, also durch den Wald sind wir fast durch. So, Hentai ist klar, aber ich überlege mir noch Charaktere für die anderen. Ich finde das ziemlich witzig. Ich mag es auch bei Zui, wenn er das macht. Bei seinen Dingens Nuzlocke. Es gibt dem Pokémon mehr Charakter, finde ich. Geil, okay, ist ziemlich kindisch und dumm, aber es ist trotzdem. Das ist lustig. Und das ist doch alles, was zählt. Alles, was zählt. War das nicht mal so eine Scheißsendung? Ach, egal. Bin ich so bewandt mit dem Fernseher, müsst ihr wissen. Im Leben. In Minecraft. Okay, okay, ich geh jetzt schon weiter. Ach, du bist gut, ich gebe auf. Dum, 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 dum. Im letzten Gras ist Pikachu nein, doch nicht. Gibst du mir was geschenkt? Man kann die Entwicklung eines Pokémon starten. Drück einfach B, Faggot. Okay. Yes, wir sind fast da. Immer noch Route 2, das heißt kein neues Pokémon für uns. Aber... Marmoria City. Die Stadt von Marmor. Und Moria. Das Pomeloflink ist badass. Wir kommen Pokémon Center, wir haben eine Pokémon. Okay, geil. Dam, dam, da, da, da. Mach eine. Danke, deine Pokémon sind top für. Danke, dass ich dir helfen konnte. Komm jederzeit wieder vorbei. Ich hoffe, deine Pokémon kriegen voll aufs Maul. Okay. Wie freundlich. Ich hole mir erstmal einen Sonderbonbon, glaube ich. Ich glaube, hier war irgendwo ein Sonderbonbon. Ich könnte schwören. Tu ich aber nicht. Ah, ich glaube schon. Vielleicht hier irgendwo auf dieser Fläche. Yes! Ach, ein Pokéball. Ja, okay. Dann ist hier nicht mehr, bestimmt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die erste Arena. Erstmal in die erste Arena. Bin der Beste. Da-da-da. Da-da-da. Marmoria. Marmoria Pokémon Arena. Leitung Rocco. Bisherige Sieger Green. Verdammter Green. Hallo. Sieht aus, als hättest du das Zeug zu einem Pokémon Champion. Natürlich. Das macht die Mütze aus. Ich bin kein Trainer. Aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Okay. Alles klar. Dann kann es losgehen. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Danke. Wow, Captain Obvious. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, könnten die Kämpfe leichter werden. Probier's aus, um so deinen Gegner besser zu trotzen. Okay, tschüss. Wir wollen ein starkes Tschüss. Bleib stehen, wo du bist, Kind. Es dauert noch Lichtjahre, bis du gegen Rocco antreten kannst. Aber Lichtjahre messen die Entfernung. Fakt ist. Dum, dum. Camper Georg. Immer dieser Camper. Los, Kleinstein. Los, tschüss. Stein ist effektiv auf Käfer, also tschüss. Sonst würde ich dich natürlich kämpfen lassen. Ganz zurück. Los, Fran. Ein Igler, geil. Verdammt, ich häng zu viel mit Hände herum. Oh, es tritt das Miststück weg.
Das ist sehr effektiv und sehr exciting. Aber Kleinschein ist nicht fett genug, sonst würde ich mehr Schaden machen. Mann. Sie macht mir aber viel Schaden irgendwie. So mit einem Angriff, so viel Damage, das ist schon richtig impressive. Ja? Richtig impressive. Ich frage mich, ob ich diese Challenge schaffen werde, ob ich das Spiel durchspielen werde. Ich muss sagen, ich habe den Nuzlocke nie so lange gezockt. Entweder hatte ich keinen Bock mehr irgendwann, oder ich wurde gerackt. Sandan, geil. Frieden, gut, gut zurück. Los, tschüss. Sandan ist einfach zu kawaii. Los, Hentai. Geil, Zeit, meine neuen Ranken auszuprobieren. Willst du sie spüren, Sandan? Hey, was meinst du? Hentai, das ist nur ein Pokémon. Oh mein Gott! Oh ja, so ist es gut. Ja. Es igelt sich schon ein vor Angst. Los, schmeck meine Ranke. Ich habe immer Angst, wenn Hentai kämpft. Mist. Richter haben es in die Entfernung, nicht die Zeit. Sag ich doch, du Faggot. Okay, wir gehen erstmal unsere Pokémon ein. Im Leben. Das mache ich mal onscreen, weil das ist ja nicht weit weg. Das Pokémon Center. Und dann, Leute, holen wir uns unseren ersten Orden. Oh yeah. Ich hoffe, deine Pokémon verrecken, lol. Danke, Schwester Joy. Sehr freundlich. Joy für Freude. Komm jederzeit wieder vorbei. Oh yeah. Ich würde sagen, sein erstes Pokémon wreckt kein Hentai. Sein zweites Ren, weil sein zweites ist ziemlich fett und damit der Fuß geht gut zu Schaden machen. Und ja, dann haben wir das eigentlich schon im Sack im Leben. Das ist eine der Arenen, wo wir es leichter haben mit unserem Team. Ich frage mich, welche zwei Pokémon noch dazu kommen werden. Ich sage, wir kriegen vielleicht noch einen Pummeluff oder so. Oder irgendein. Oder ein Habitak oder irgendwas. Und ein Kleinstein. Das ist so meine Vorhersagung. Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es mal noch mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Oh yeah. Jetzt wird sich zeigen, ob wir es würdig sind, ein Pokémon-Trainer zu sein. Los, Kleinstein. Los, Hentai. Oh yeah. Los, benutze deine Ranken. Mit Vergnügen. Kleinstein. Was macht dein Pokémon damit? Sorry, das ist so seine Art. Komischer Kampfstil. Nun gut, du lässt mir keine Wahl. Los, Onix. Okay. Komm zurück, Hentai. Oh, darf ich nicht mehr? Los, Ren. Ich will gar nicht wissen, was Hentai zu der Form von Onix sagen würde. Der 14. Ist unser Limit. Also war. Los, Fußkick. Voll in die Fraser. Na, es existiert sogar noch. Sogar ziemlich gut. Ich dachte, es wird geone-hitted. Weil, wegen den Damage pro Dingens. Ah, vielleicht gibt es irgendwo eine Grenze. Das war ja locker easy. Mehr steht's, yes. Alter, das hat so gute GP gegeben. Friend ist einfach richtiger Bumser jetzt. Was, richtiger Bumser? Komm zurück, Hentai. Ich hab dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Ehrbietung. Klar, hält den Felsorden. Yeah. Das ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon der Person, die den Orden trägt, werden stärker. Und nun, von nun an könnte eine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Klo gewinnt krass viel Cash. Warte, nimm das hier noch mit. Oh, Team 39. Ja. Eine Therme, das heißt Attacken, die Pokémon erlernen können.
Man kann eine Term nur ein einziges Mal verwenden. Werde sorgfältig. Jenes Pokémon aus, dass du eine TM geben möchtest. TM 39 ist Felsgrab. Der Gegner wird mit Felsen beworfen und unter ihm begraben. Der Innet-Wert des Gegners wird zugleich gesenkt. Sehr praktisch. Ganz wie ich mir gedacht habe. Aus dir kann ein Pokémon-Champion werden. Oh yeah, weil ich einen Orden verdient habe. Nicer, nicer. Ich würde sagen, wir gehen noch zum Pokémon-Center. Und dann war es auch mit den ersten mit der Pilotfolge von Pokémon Feuerrot Nuzlocke. Ich hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Also, das sage ich jetzt schon mal, ne? Und ja. Ich hoffe, ihr schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es darum geht, Pokémon zu trainieren und zu verlieren. Wahrscheinlich auch. Seid gespannt, was wir noch für ein Team am Ende haben werden. Also ich glaube, ne? So, Fran wird verrecken. Hey, nein, ich will nicht nochmal mit dir reden. Fucking Schwester Jack. Ja, Alter. Ich bedanke mich sehr fürs Zugucken. Setz dich mal zu diesen Trotteln hin. Und ja, ich würde sagen, tschüss.